pierwszy Giacomo D'Onofrio, kapitan von der Senioren Discus vom SV Würlos. 2:2 im Cupfinal. Jetzt, du bist vor zwei Jahren bereits dabei gewesen, wo es knapp nicht gelangt hat in Wolle damals, gegen den FC Greinich im Penaltyschiessen, sehr bitter, kann ich mir vorstellen. Tut darum der Sieg heute besonders gut? Ja, es tut extrem gut, weil auf Penaltyschiessen verlieren ist natürlich nie schön, weil wir, so ist doch, wir haben unsere Leistung doch dort abgerufen, wir haben gut gespielt und halt unglücklich verloren. Und heute, muss ich sagen, haben wir dann gegen den Schluss vor allem das Glück hier auf unserer Seite gehabt. Du sprichst den Schluss an. Sind ihr, Hand aufs Herz, sind ihr nervös geworden, als das 2-1 kam, 5 Minuten vor Schluss? Ja, wir sind schon ein bisschen nervös geworden, muss ich ehrlich sein. Also, wer wird schon nicht nervös, weil es kurz vor Schluss so Szenen gibt, wo die anderen natürlich alle gegen vorne gehen. Und, aber im Endeffekt haben wir doch noch einen kühlen Kopf behalten und den Sieg über die Runde bringen. Sie haben es vorher gemerkt, eure Truppe die kann Luzi, die kann festen, die kann ein bisschen Zau rauslassen. Ich kann mir vorstellen, heute ist vielleicht noch einiges geplant oder auch vielleicht auch in den nächsten Tagen? Ja, also heute ist sicher noch mal geplant, mal eins weiterzugehen. Wir wissen zwar noch nicht genau wo, wir fahren mit dem Bus wieder zurück. Dann war mal Dreh von irgendwie etwas von Biergarten in Baden. Und morgen Morgen gehen wir etwa 12 von der Mannschaft fliegen wir auf Hamburg und werden dort noch ein paar Tage feiern. Die Reise macht sicher mehr Spass, wenn man den Kübel geholt hat, als wenn man jetzt hier als Verlierer vom Platz wäre. Absolut, umso mehr, ja. Sicher. Okay. Dann wünsche ich eine gute Reise und alles Gute nochmal. Danke vielmals. Danke dir. Ja.